dich dann auch noch etwas später etwas näher zu erklären. So. Von einer roten Tür zur anderen. Oh oh. Ich habe so das ungute Gefühl, dass es hier gleich vom Kopf wimmelt. Roseburn wollte seinen kleinen Freund im Atrium treffen. Da ist er. Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Shit! Der Funk ist aus. Du musst da raus. Verdammt, falsch gelaufen. Ach gut, war doch richtig, dass ich in den Aufzug gelaufen bin. Da ist ein Fahrstuhl, nehme ich, um rauszukommen. Ja, ich fahr ja schon hoch. Mist. Shit, tut mir leid, aber über Funk kam nichts mehr rüber. So, wo muss... Nee, da war's, das war falsch. Stimmt, ich glaube hier war's richtig. Ich will... Ich drück relativ ungern Alt links. Obwohl ich es eigentlich immer ab und zu machen müsste. Ja, ich bin dabei. Ah, ja doch. Ich müsste es vielleicht doch öfter drücken. Jetzt hat es mir gerade die richtige Richtung gezeigt. So. Oh, ah, da ist rot. Also da muss ich hoch. Ui, upsa. So. Mal gucken. Da hinten hin. Du musst aufs Dach fällen. Ja, ist klar. Nur manchmal muss man erstmal runter, um hochzugehen. Ah, ja. Auf dem Einkaufszentrum da ist der Lüftungsschacht, wo man rein muss. So solltest du von da oben wegkommen. So. Hier muss man jetzt auch aufpassen, weiter weil so. Von hier oben sieht man die Bullen. Also, beziehungsweise sieht man die Bullen. Die Bullen können uns sehen. Und uns dementsprechend auch dann abschießen. Ich glaube, gleich muss man noch gegen ein paar Bullen kämpfen. So. Hat Roseburn dich reingelegt? Tja, sieht so aus. So. Ah, wie war das denn nochmal? So. Ach ja, so. Noch höher, safe. Ja, ich mach ja schon. Du suchst im Sektor 12. Keine Spur von ihr. Verstanden, Vorrücken vom Sperrgebiet. Hier sollte man, wenn es geht, nicht reinfallen, weil die tun böse Aua und danach ist man tot. Notüberbrückungsschalter. Also, wenn sie laufen, natürlich. Na? Na? Bleib stehen. Und stopp. So. Und rein. Ey, ich hab doch Shift gedrückt. Mann! So, wo muss ich jetzt hin? Sagt nichts an. Ich glaub hier. Bin mir nicht sicher. Oh! Nee, da ist dicht. Hier hinten. Ach nee, hinten ist auch dicht. So. Mal gucken. Ach nee, hier ist doch nicht dicht. Hatte ich das nicht mal geschafft, dass ich von hier oben was machen konnte? Da ist die Legung! Da, fuck. Ich wollte ihn jetzt eigentlich entwaffnen. Du lässt mich mal schön in Ruhe. So. Schon mal zwei in Ruhe, so. So. Gut, dann geht's jetzt mal hier hinter. Ah! Wie nett von euch, dass ihr mir so schön die Scheiben zerschießt. Ah, das war falsch. Hat das anders da im Kopf gehabt. Ah, stimmt, so war das entwaffnen. Oh, ich schätze, sie haben ein Maschinengewehr.
So, und du lässt mich auch in Ruhe. Vorsicht, außer Betrieb. Ja, ist klar. So. Anlauf nehmen und hoch. Dann hier rüber. Ah, jetzt weiß ich wieder. Komm, regeneriert dich. Verdammt. So ein Shit. Noch ein nächster Versuch. Irgendwie hatte ich es noch geschafft, hier auch hochzukommen. Oder hatte ich mich da geirrt? Stimmt, hier war was. Ja. Ich hatte es mal geschafft, hier hochzukommen. Scheiße. Die haben ein Maschinengewehr. Na komm, mach die Scheibe kaputt. Angriff! Und weg mit dir. Und weg mit dir. So, dann geht's hier hoch. Hier rum. So, genau das wollte ich. Warren und an die Stange und drüber. Ja, genau so war das. So. Na, 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 na. So, gucken wir mal. Da geht's da raus. Mal gucken. Ist hier sonst kein Koffer mehr? Das wundert mich so ein bisschen. So, jetzt geht's hier hoch. Mal gucken. Ah, okay. Noch eine letzte Tür, da solltest du raus sein. So. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Da bin ich jetzt nochmal gespannt. Jackknife. Schaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Rupert ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezel. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Rupert ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Die Geschichte wird irgendwie immer verworrener. Die Docks, 17 Uhr. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. So, schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ja, fixiert hinten das Gebäude. Gut.
Boah, ist das hell. Ja, so war das. So. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, hier war irgendwo noch ein Koffer, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Hä? Hä? Ja, genau. Hier war irgendwo ein Koffer. Ich glaube, da unten... nee, da hinten irgendwo. Ja, da ist der Koffer. Wunderbar. So, stellt sich mir jetzt nur die Frage. Wie komme ich jetzt nochmal da hoch? Das war beabsichtigt, weil ich jetzt wirklich keinen Schimmer hatte, wie ich da runterkomme. Heil. Gut. Aber Koffer ist gesammelt. Das war jetzt erstmal die Hauptsache. Und da ich momentan nicht auf der Flucht bin, werde ich jetzt auch mal versuchen, die ganzen Koffer zu suchen. Ich werde da wirklich nicht so ein bisschen drauf scheißen, wenn ich die Koffer in dem Sinn nicht brauche. Momentan. Hoppa! So. So, mal gucken. Oh ne. Oh ne, ich erinnere mich an die Stelle. Hier kommen das allererste Mal Scharfschützen zum Einsatz. Das wird problematisch sein. So, gerade mal gucken. Wo geht's hier hoch? Wie war das nochmal? Ja, da hoch muss ich. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ah, da ist eine Leiter. Und hoch geht's.